Hallo und herzlich willkommen zur 38. Folge Minecraft Infinite Evolved Reloaded. Mit mir, eure Myriria und Opa Zockt. Mahlzeit. So. Oh, hier ist mir. Alter. Wo bist du denn? In der Höhle. Hä? Wo ist. Ach so, Wasserhöhle, stimmt. Da war ja was. Mit der Creeper. Ach, hier sind es auch noch alles voll mit Orberry-Büschen. Wenn du XP-Büsche finden solltest, sag mir Bescheid, weil die möchte ich dann ganz gern haben. Ja, die XP-Büsche, die sind unglaublich selten. Deswegen hatte ich dich ja nach einem einzigen gefragt. Mir würde einer schon reichen, um meine eigene Zucht aufzubauen. Mit einem kannst du nichts züchten. Um zu züchten, brauchst du mindestens 6. Hä? Wieso brauchst du 6 Büsche? Weil sie sich nicht vermehren. Okay. Das überrascht mich. Ach man, hör doch auf rumzuschießen. Wo ist denn jetzt der Eingang hier, verdammte Axt? Ne, das war nicht. Aluminiumbüsche, Aluminiumbüsche, Aluminiumbüsche. Hier bin ich. Hier ist der Eingang. Oh, aua. Was? Wie? Wo ist der Eingang? Wo bist du? Hier nicht schon? Hä? Waren wir hier nicht schon? Hier nein. Warte. Wo bist du? Hier. Weiter oben noch. Ah, hier. Ja. Weil was ausgeleuchtet ist, ist für mich ein Ort, an dem ich schon war. Oh, schön, hier ist noch ein Durchgang. Entschuldigung. Oh, das war der falsche Weg. War das hier? Nein. Dann war es die Seite. Sieht aus wie Dänzblei. Ja, Dänzblei. Oh, hier, das brauche ich. Oh, yes. Ach komm, hauen wir doch noch Steak rein hier. Boah, ist ja viel Dänzlet. Das hole ich mir. Also ich jetzt halt nur zweimal oder dreimal Obsidian mitnehmen. Ja, Obsidian braucht man ja auch immer wieder. Warte mal. Meine so, jetzt mal genauer gucken. Wie viel Dens kriege ich da raus? Zwei. Ja, wunderbar. Was war Glück? Ha? Was meinst du? Was war Glück? Lack war Lack oder nee, meinst du für die Picke jetzt? Ja, Fortune, ne? Ja. Müsste eigentlich. Oder das andere. Ich blick da nicht so wirklich mit durch mit diesen beiden verschiedenen. Ja, ich meine, das war Fortune. Oder Luck. Je nachdem, was da ist. Was bist du? Nickel. Nickel ist auch nicht verkehrt.
Ja, ich könnte auch die Lava zubauen, liebe Zuschauer, das ist richtig, aber man könnte auch die Lava unter Umständen mal gebrauchen. Deswegen lasse ich die Lava am Leben. Überall finde ich Jadeite, aber ich brauche Gold. Das ist leicht nervig. Und wie? Nicht mal einen verdammten Diamanten. So, lass uns mal gucken. Also das hier unten ist eigentlich die optimalste Höhe. Die Höhe 11 ist optimale Höhe, ja. Okay, dann machen wir es mal folgendermaßen. Welche Richtung? Diese Richtung da Was? hinten. Da hinten lang. Was erhoffst du dir da zu finden? Gold. Oder auch kein Gold. Eisen, Blei, noch mehr Eisen, noch mehr Blei, Redstone. Oh. Was? Silber, Redstone, noch mehr Eisen, noch mehr Redstone, noch mehr Silber. Redstone brauche ich zufälligerweise. Ja, ich auch. Und das nicht schlecht. Ach, noch mehr Redstone. Noch mehr Redstone. Amethyst. Oh. Gute Kohlenstein. Vorzeichen, gute Vorzeichen. Hier ist, hier ist Eisen. Erde. Ja, das sind immer sehr gute Vorzeichen. Okay. Ich weiß zwar nicht, wieso, in welchem Zusammenhang, aber ja. So wirst du das sehen. Also bis jetzt sehe ich hier nichts. Na, warte ab. Wurde mal so ein bisschen auf hier. Moment, ich muss kurz meine Tasche wieder freimachen. Ich habe so viel Zeug drin. Ah, ich muss mal ganz kurz meine Picke reparieren. Hast du irgendein so ein Radar oder ein Scanner oder was? Nein, aber es gibt halt Sachen. Wenn du auf der Höhe Erde findest, hast du eigentlich außenrum relativ gute Chancen, Sachen zu finden. Ich weiß jetzt nicht, woher du diese These nimmst. 10 Erz. Redstone, Diamanten. Was, Schwerdiamanten gefunden? Yep. Ich habe nicht einen einzigen gefunden.
Ich habe nicht einen einzigen verdammten Diamanten. Oh, hier ist auch wieder Erde. Okay, mit Fleisch kann man, glaube ich, kein Erz abbauen. Nein. Ich habe gehört, das soll schwierig sein. Aber ich muss mal ganz kurz mein Inventar mal. Okay, mal Standbild. So, einmal die Katastrophe. Wenn du viele Diamanten hast, könntest du mir unter Umständen einen Diamanten abgeben? Mal gucken, ob es viele Diamanten werden. Weil dann habe ich immerhin die Chance, dass ich meine Picke verstabilisieren kann, dass sie länger hält. Ach, das könnte ich auch mal machen. Jupp, du kannst auch ein Emerald später drauf haben. Vorausgesetzt, wir finden mal einen. Was bringt der Emerald dann? Mit einem Emerald habe ich die Chance, dass man Emeralds vermehren kann. Oh, Diamanten, Diamanten. Alter, das gibt's doch nicht! Diamanten. Das gibt's doch nicht! Wieso findest du so viele Diamanten und ich nicht einen? Diamanten, Diamanten. Das ist doch krank, ich finde nicht einen verdammten Diamanten. Was machst du falsch? Alter, ich habe, glaube ich, genau die richtige erwischt hier wieder. La 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 Pits. La 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 Pits. Gold, ich hab Gold. Oh. Ja. Oh ja. Das ist eine ordentliche Ader. Ah, Lack. Lack ist das. Lack, denn Lack. Was hast du gesagt? Diamond erhöht die Haltbarkeit oder was? Ja. Dadurch wird die Lebensdauer deines Werkzeugs erhöht. Da geht aber Modifier für Flöten, weil das ist ein Modifier. Ja, ist mir auch egal. Redstone! Ich habe nur noch zwei Modifier. Mittlerweile wird die Dings hier richtig schön bunt. Ja. Das weiß ich zufälligerweise. Damit kannst du die Picke richtig bunt färben. Ja, Blei habe ich jetzt drauf und Obsidian und Redstone und Lapis und Diamant. Redstone. So, müssen wir mal gucken. Das war meine. Also ich glaube, ich habe genau die richtigen Dings erwischt. Ja, ich sehe jetzt noch zu, dass ich meine Picke repariere. Alter, so viele Rohstoffe hier auf dieser... Alter, schon wieder Redstone. Alter, aber was für ein Ader hier. Hoi, hoi, hoi. Ja. Ach, hier ist noch mehr Redstone. Das hört gar nicht mehr auf. Alter, wann bin ich fertig? So, das waren jetzt eben mal ein Stack und 51 Redstone in einer Ader. Was ist das hier? Hier ist ein Tunnel. Hier hat schon irgendwer gegraben. Alter, ich hab Dense Diamond Ore gefunden. Hast du Lack bei dir drauf? Nein. Ja, dann hätte ich ein bisschen mehr. Dann komm, ich hab beide abgebaut, die sind mehrere. Dann komm mal eben her und bau die für mich ab. Wo bist du denn überhaupt?
Warte, ich komme dir entgegen. Weil du könntest mir dann mit deinem Lack helfen. Wo bist du denn? Ach, da oben, jawohl. Alter! Bau doch keine Löcher! Wohin? Jetzt habe ich mich. Hä? Wo kommt der denn schon wieder her? Verdammt. Wahrscheinlich hier durch. Ja, hier durch. Dann komm mal. Tu mal aber deine Diamanten weg. Dann kann man besser gucken, wie viel du mit Lack da rauskriegst. Tu deine Moin. Diamanten mal weg. Meine sind weg. Das waren jetzt 7 Stück. Geil. Danke. Warte mal, Lack. Jetzt mal ganz kurz, wo oben Lack war. Lack war mit Lapis, ne? Lack war mit Lapis, ja. Du kannst ihn ja stacken, also du kannst den Lack erhöhen. Liebe Zuschauer, ich muss noch mal leider kurz abwesend gehen. Ich bin gleich wieder da. Jo. So, jetzt pass auf, jetzt schmeiß mir in die Lava rein. Pass auf, ich zeig euch, wie das geht. Wo ist ein? So, das Problem war jetzt die ganze Shit-Geschichte und dann weg. So. Und dann ist Ruhe hier im Karton. So, und da bin ich wieder. Jawohl. Und Opa hat natürlich wieder den Scherz erlaubt, hat mich zugemauert. Also ich bin gar nicht in deiner Nähe. Ich bin aber zugemauert worden wieder hier. Ja, aber das ist ja nicht mein Problem. Du bist so in der Höhle gefallen. Was ist das denn? Fallender Block, aha. Auch eine schöne Anzeige oben. Fallender Block, wenn der Gürtel am Fallen ist. Enderblock? Nein, aber wenn der Gürtel runterfällt, hast du eine Anzeige oben, steht dann auf einmal Fallender Block. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Das war zufällig, weil ich gerade genau drauf geguckt habe. Hallo, jo, ich habe es auch gerade kurz gesehen. Oh, hallo, Herr Lava, ich muss mal ganz kurz weg hier. Voll reingerannt. Hör auf zu brennen. Also dank dieses Rucksacks hat man echt, oder dank der Back of Holding hat man wirklich die Möglichkeit, bedeutend mehr zu sammeln. Ja. Ich habe Draconium-Ohr gefunden. Das ist nämlich, soweit ich weiß, auch verflucht selten. Jein, also in der Overworld, also beziehungsweise jetzt hier in der normalen Welt, ja, aber ich sage mal am Ende, da gibt es das eigentlich wie Sand am Meer.
Im Ende ja, das ist richtig. Vor allen Dingen ist das viel leichter zu erkennen, Ja, durch das die stimmt. Void-Welt bedingt. Das stimmt natürlich. Sag bloß, dass du Lapis bist. Du bist Lapis, dann habe ich jetzt. Nein, es reicht noch nicht ganz. Schade. 30 Lapis noch. Ist die rausgekommen? Auch schon wieder Eisen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin echt am Überlegen, ob ich mittlerweile Eisen einfach in den Müll schmeiße. Nee, dann gib mir das Eisen. Wenn du zu viel Eisen hast, gib mir das Zeug. Liebe Zuschauer, ich bin nochmal von großem Mut abwesend. Ich bin gleich wieder da. Tschüss. Ich glaube, mit Redstone haben wir erstmal ziemlich gut ausgesorgt. Okay, ich muss mal ganz kurz umladen hier. Ja, und wie gesagt, die Aktion hier. Und da bin ich wieder. Weiter geht's hier mit. Aber wir müssen eigentlich die Folge schon wieder beenden, weil wir sind am Ende der Folge angekommen. Haben wir keine Zeit zu. Basalt heißt Lava. Basalt ist da, aber das ist richtig. Ja, wir überziehen heute mal so 5, 6 Minuten. Und Ja, schon wieder das dürfte schon Redstone. gehen. Ja, du findest Redstone unendlich, ich finde überhaupt nichts hier. Das ist zum Heulen. Redstone habe ich jetzt 1, 2, 3, 4, 4,5, 6 Redstone. Ich finde noch nicht mal wirklich Gold, das ist das Ärgerliche. Ich finde immer dieses Mana-infundierte Zeuggedöns, was man eigentlich gar nicht braucht. Das ist richtig. Man kann damit diese Münzen herstellen, die so für den numismatischen Generator, das kommt ordentlich halt mal rum. Soll ich was sagen? Ja. Du hast Schädelsbau gefunden. Redstone. Keine Ahnung, wie du das anstellst. Ich habe keinen blassen Schimmer, wie du das anstellst. Das ist, glaube ich, einfach nur Glück. Oh, jetzt. Ah, jetzt wird es langsam eng hier mit meinem Inventarplatz. Na gut, meine Pickaxe ist eh gleich durch. Hallo, Eisen. Ich bin auf Höhe 7 und habe so ein Pech, was das glaubst du gar nicht. Ich bin auf Höhe 11 bis 13. Höhe 11 bis 13. Meinst du, die Höhe ist besser? Also ich habe bisher ganze 3 Gold. Soll ich dir was sagen? Ja. Lalalalalalapis.
So, kann ich jetzt da meinen Lack voll machen? Jawohl, Lack 2 auf der Spitzhacke. Gut, ich gehe dann nächstes Mal auf eine andere. Hä? Wo bin ich nie angekommen? Ich habe einen anderen Tunnel erwischt. Nee, hier bin ich, wo ich schon war. Wie langweilig. Also ich glaube, ich bin gleich irgendwo im Nirgendwo hier hinten. Ich habe mittlerweile so einen langen Tunnel gebuddelt hier. Und ich buddel die ganze Zeit nur geradeaus. Nein, ich bin auf Höhe. Ich gehe auf. Oh, Gold. Ich kann das gar nicht aufnehmen. Redstone. Quarz. Alter. Och Mann. Jetzt reicht's. Ich muss jetzt mal ganz kurz hier was loswerden. Das da, das da, das da, das da, das da, das da, das Eisen, da. Das da, Nickel, das da, das Mann, da, nein, das da, fundiert. das da, Ein das bisschen da. Redstone. Etwas über ein Stack Redstone habe ich gefunden. Wow. Soll ich mal Was für sagen, was ich hier Schmacher. habe? Ja. Redstone. Ja, das dachte ich mir schon. Und jetzt schön mit Lack 2. Redstone. Alter, aus dreimal Redstone kommt einfach mal 27 raus. Das ist ordentlich. Das haut richtig rein. Wenn ich jetzt Lapis hätte, würde ich auf meine Picke auch Lapis draufhauen, aber Ja, ich habe jetzt auf ich habe. meiner Picke 180 Lapis drauf, ne? Ja, damit hast du Bin eine sehr gute Ausbeute. ja, bin ich jetzt also mit 180 Lapis bin ich bei Lack 2. Und da ist das ist schon einiges. So, jetzt muss doch mal langsam irgendwann meine Picke hier kaputt gehen, dass wir mal Feuer machen können. Ja. Was haben wir denn hier? Eisen. Eisen, Eisen, Eisen. Ist das Lapis? Ja, das ist Lapis. Och Mann, Leute, jetzt reicht's aber langsam. Okay, jetzt hau ich auf meine Picke mal ein bisschen. Obwohl, warte mal. Ich glaube, das verträgt sich aber nicht mit später der Behutsamkeit. Weil ich setze später auf Behutsamkeit. Das Das verträgt sich nicht, soweit ich weiß. verträgt sich nicht. Ne? Gold! Ja, habe ich. Nein, jetzt habe ich Gold gefunden, jetzt geht mein Pickel kaputt. Aber ich habe alles Gold abgebaut. Alles Gold abgebockt bekommen, das ist ja schon mal was. Und weißt du, was der positive Nebeneffekt davon ist? Der, ihr wäre. So ungefähr 15 Stacks Cobblestone. So, ich gehe wieder nach Hause. Ich auch sofort. Ich mache nur noch eine letzte Ernte und dann ist Feierabend. So, hier kannst du das Zeug nämlich hier gleich nochmal durchprügeln. Redstone! Oh, dann wird jetzt Redstone die letzte Ernte. Elektrotin interessiert mich nicht. Bin ja mal gespannt, was du rausgeholt hast. Gleich. Ja, ich komme jetzt auch nach Hause.
So, ich bin zu Hause, dann würde ich sagen, dann gucken wir mal, was wir haben. Also ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, ungefähr mehr oder weniger 9 Stacks Cobblestone. Dann noch dieses nervige Diorit. So, dann habe ich ja, fast 2 Stacks Redstone, nur 28 Lapis, 9 Diamanten, 21 Zirconium Dust, 4 Uran, 5 Zinn, 18 Silbererze, 44 Eisen, 9 Yellowrite, 8 Nickel, 14 Gold, 18 Blei, 5 Mana infoliertes Erz. Das wär's. Mehr habe ich nicht. So, ich habe, jetzt mal ganz kurz sortieren hier. Ich habe einen wahnsinnigen Zinnohr, zwei Nickel, zwei Cinnabar, 59 Elektrozinn, das ist uninteressant. Achso, ne, das ist noch ein bisschen mehr. Drei Uran, sechsmal Mana Infused, oh, sogar viermal Platin. Da, Platin sogar. Ich das habe ist er. nicht Platin gefunden. Das habe ich auch gerade. 17 Gold, 17 Diamanten, 18 mal Silber, 24 mal Blei, 110 Eisen und 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, knappe 7 Stacks Redstone. Na, bis 7 Stacks Redstone. Ja, Problem an der ganzen Geschichte ist, die möchte ich jetzt einmal ganz kurz, so blöd wie es auch klingt, zum Glück craften, weil ich keinen Platz mehr Wieso lässt sich doch zurückcraften? Ist doch nicht schlimm. habe. Ja, das ist richtig. Das heißt, macht jetzt insgesamt einen Bestand von 69 Redstone-Blöcken. Wow. Und dementsprechend jetzt. Oh, Alter, warte mal, ich habe hier noch richtig viel Lapis. Ich könnte ja sogar noch ein Glück höher gehen. Ich habe noch einen Modifier drauf. Puh, da müsste ich aber drei Stacks. Müsste ich drei Stacks Lapis, aber dann hätte ich Glück 3 drauf. Ja. Das machen wir. Auch wenn es richtig, richtig teuer ist. Aber das bringt auch richtig, richtig viel. Cinnabar. Die Cinnabar-Blöcke, die schmeiße ich mal irgendwann in irgendeine Müllkiste. Tut mir leid, dass wir so lange meinern waren, lieber netter Farm-Mann, Macher-Mann hier. Es tut mir leid, dass ich mich nicht um dich gekümmert habe, dass du jetzt vollgelaufen bist. Alter Scheißendreck. Irgendwo Lava oder ach hier komm her. Ich kipp das einfach aufs Dach. Ja. Verrottet schon irgendwann.
Ja, gut. Ich mache den Rest ja auf jeden Fall in der nächsten Folge. Wir müssen auf jeden Fall mehr als aufwärmen. Wir haben weit überzogen. Was heißt hier weit überzogen? Übertreib mal nicht. So. Ich mache jetzt jedenfalls Feierabend, liebe Zuschauer. Das war's für diese Folge. Wir hoffen, ihr hattet euren Spaß, genauso wie wir. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, Leute. Ja, müsst ihr bei mir weiter gucken. Wieso bei dem weiter gucken? Ich muss arbeiten hier. Ja, mach das in der nächsten Folge. Na, keine Zeit. Ich habe keine Zeit, das in der nächsten Folge zu machen. Ich muss das jetzt auslernen, sonst habe ich gleich ein riesengroßes Problem. Der Hobel ist voll. Okay, der Hobel ist auch voll. Verdammt, Axt. Ja, okay, dann hat sich das erledigt. Hauen Sie rein. Jo, bis dahin. Ciao, Leute. Tschö.